Moin Moin und willkommen zurück zu FIFA 17, Kernmodus mit dem Hass und natürlich wieder mit mir, dem Dominik. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir gegen Darmstadt gespielt und wir haben 2:0 gewonnen. Wir hätten 4:0 gewinnen können, einen Elfmeter verschossen, denn 100%ige Chancen irgendwie verdattelt, also irgendwie hat das da auch nicht alles hingehauen. Und vor allem eins ist passiert, was gar nicht gut ist für uns, und zwar hat sich Pierre-Michel sogar verletzt, und zwar wird er für 4 Wochen ausfallen, was ja jetzt nicht so pralle ist für uns, weil Bobby Wood ist verletzt. Wir können ja mal vorbeischauen, wer hier noch alles verletzt ist. Bobby Wood ist verletzt, Lasogga ist verletzt, Kleber ist verletzt, Giroud ist verletzt. Also bei uns ist hier Not am Mann aktuell. Was soll man dazu sagen? Waldschmidt kriegt jetzt eine Chance, wird spielen. Mal gucken, ob er die Chance nutzt, ne? Und sonst gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Eigentlich nur, dass das letzte Spiel, echt eine reine Katastrophe war. Aber wir können wieder trainieren. Und das machen wir jetzt auch sofort. Und zwar werden wir trainieren, Waldschmidt. Jetzt ist es wichtig, dass er trainiert wird. Bei einem Spiel habe ich gesagt, das muss er unbedingt trainieren. Und zwar ist das Jatta. Perfekte Vorlagen. Lange Pässe kann er gar nicht. Da muss sich was jetzt tun. Geht gar nicht. Und sonst... Ja, durchsetzen kann er machen. Dann würde ich gerne mit Acevedo wieder weiter trainieren. Mit durchsetzen auf jeden Fall. Und auch vielleicht mal wieder in der Defensive vorbeischauen. Aber da haben wir nichts, ne? Schlecht. Naja, Jung können wir auf jeden Fall in der Abwehr trainieren. Das ist wichtig. Gerade jetzt hier dieses El Rondo. Und natürlich werden wir das alle spielen. Mit Luca Wald. Nee, hä? Warum geht Waldschmidt? Ist das Luca Waldschmidt? Nee, der hat ja noch einen zweiten Namen, ne? Wer ist denn der noch einen zweiten Namen? Oh, schöner Schuss, Bowie, meine Herren. Oh, Alter, hab ich irgendwas verpasst oder ist Bowie gut? Wow. Ja, Elva. Giovanni. Meine Güte, Bowie, den muss ich echt mal öfter einsetzen, ne? Und ich kriege hier die ganze Zeit Nachrichten auf meinem Telefon. Ob, sei es WhatsApp oder Spiegel Online, Sport. Obwohl, Sport ist nicht. Obwohl, war doch nicht so wichtig. Ist schnell wieder weggegangen. Mann, Bowie, ey, der kann irgendwie was, hab ich das Gefühl. Hey, der Witzka war ein schöner gerade habe ich ihn noch gelobt, wie gut er schießen kann, ne? Gregoritsch! Ja, direkt kann er schon mal nicht. Oh, ja, ich wollte dir einen Pass geben. Oh, voll ins Gesicht, ey. Ah, nein, schade. Komm, den Hund holen wir uns noch den Ball. Oder auch nicht. So, dann machen wir den jetzt hier fertig, der René Adler. Oder auch nicht. Jo, Alter, der kann schießen, der Junge. Was habe ich denn verpasst mit Barui? Oh, schade. Ja, Gregoritsch, da müssen wir auch üben, ne? Waldschmidt. Das B hast du dir verdient. Okay, perfekte Vorlagen mit Jatta. Halbhohe Flanke, kriegen wir hin. Oh, was? Ja, schön. Aber ui, der gefällt mir. Nein! Ja, schade. Oh, schade. Oh, ja, sicherlich. Alter, das ist doch alles geskriptet hier. FIFA will doch nur, dass ich den einsetze. Ja, nein. Aber jetzt. Ja, schön. Frühe Flanke. Junge, Junge, Junge. Oh. Schön, Alter. Ja, oh, Alter, der ist gut, der ist gut. Der gefällt mir. Nächste Einheit. Durchsetzen mit mit Jatta. Ja, oh, schade. Okay. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er schon mal kann. Ach komm, leck mich doch an der Sexschilde. Ah, guck mal hier. Okay, das ist schon mal ein ganz anderer Schnack als... Na sogar, warum läufst du weg? Mach doch irgendwas hier. So, schön. Nein! Ach ja, das war der Trick. Ich wollte einen anderen Trick machen, aber ich glaube, den kann er gar nicht, oder? Schön. Ja, guck dir das doch mal an, ey. Ja, neu versuchen, hallo, was ist denn das für eine Frage hier?
1500 Punkte, so geht's natürlich auch hier. Hä? Ach, den hat er doch noch gar nicht berührt. Was mache ich denn da? Ja, Jatta, der kann's, Junge. Schön gemacht, schön gemacht. Oh, darüber jetzt und den da und den. Schön! Oh, den hat er nicht berührt, 100 Pro hat er den nicht berührt, du. So. Ach komm, ja komm, nächste Einheit. B ist auch gut. Solange es ein B ist, immer ist, dann ist alles gut. Oh, der hat eine Glatze. Warum hat er auf seinem Bild Haare und hier hat er eine Glatze? Boah. Okay, den kriegt er schon mal nicht. Nee, das ist gemein. Bitte, das ist kein Foul. Komm, super. Das war gut. Das war super. Nochmal 1500 Punkte. Ja, das war schön. Das war super. Oh, das war gut. Nächste Einheit. So, was habe ich jetzt noch? El Rondo mit Gideon Young. Ach, scheiße, das auch noch, ey. Das kann ja nur was werden, ne? Oh, 30 Punkte, guck mal, easy game. Ja, schön. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ja, schön. Nein. Oh. Nein. Oh. Nochmal 30 Punkte. Das ist ganz schön heavy. Boah, das ist ganz schön heavy. Boah, erneut versuchen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen hier. Boah, Alter, ist das anstrengend, du. Ja. Ja, easy. Komm. Nein. Ah, ein Tickel. Pfui. Oh, da. Das ist so ein geskriptetes Spiel. Ja. Ja. Oh, B. Junge, ist das anstrengend. Alter Schwede, ey. Oh, Alter. Junge. Ich bin jetzt so durch, ne? So. Nationaltrainer auf der Elfenbeinküste. Die wollen eine Antwort haben. Kriegen sie nicht. So, weiter geht's. Ja, gegen Augsburg und dann spielen wir schon gegen Hannover als nächstes. Okay, ja, wir können das auf jeden Fall so lassen, ne? So passt das alles. Sehr, sehr gut. Deswegen, leg los, hau rein. Ab geht die wilde Fahrt. So, Regen ist auch okay. 6 Minuten, wie immer. So, here we go. Here we go again. Oh, stimmt. Okay. Das kriegt der Kostic eigentlich sanfte hin. Aber irgendwas hat mich hier gerade geritten. Alter. Nein. Alter. Boah, was war denn hier los? Schöner Schuss. Also irgendwie... Das krieg ich besser hin. Eieieiei. So, lauf. 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 Ah. Oh, was? Aber immerhin, ey. Fast 24.000 Punkte, ey. Bin ich schon mal ein bisschen... Oder auch nicht. Dann wünsche ich mir viel Spaß mit Frank Buschmann und Vollfuß. Bin ich lustig. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie. Freuen Sie sich mit uns auf ein tolles Fußballspiel. Und in der heutigen Partie heißt es HSV gegen den FC Augsburg. Wir gehen auf die Halbzeit der Saison zu und beide Clubs dürften bisher zufrieden sein. Sie stehen weit oben und wollen die Position sicher auch heute mit einem Sieg festigen. Der Hamburger SV zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung beim letzten Auswärtsspiel, diesem Sieg, als Darmstadt 98 der Gegner war. Da stand am Ende ein effizienter 2:0 Erfolg und es würde mich nicht wundern, wenn das heute ähnlich läuft.
Ja, seit Juli 2015, da heißt die Heimspielstätte des HSV also wieder Volksparkstadion. Und für die Fans ist das natürlich ein Riesending. Nach vielen Umbenennungen haben sie endlich ihr Stadion wieder. Die Zahlen des HSV in den deutschen Wettbewerben lesen sich schon beeindruckend. 6-mal deutscher Meister, 3-mal Pokalsieger. Damit gehören die Hamburger zu den erfolgreichsten Teams überhaupt. Es liegt allerdings alles schon ein paar Jahre zurück. Die letzte Meisterschaft 83, der letzte Pokalsieg 87. Dietmar Schönlebe leitet das heutige Spiel. So, Augsburg hat Anstoß und es geht los. Der HSV von links nach rechts in den weißen Trikots und roten Hosen gegen Augsburg in schwarz-grün. Von rechts nach links. Ja, wir sind wieder hier im Volksparkstadion und möchten diesmal auch gerne drei Punkte oder die drei Punkte mal hier lassen und nicht loswerden. Aber es sieht nicht gut aus. Da kam die Flanke klasse rein. Schön vorbereitet, der Treffer. Das war alles andere als gut. Ach du Scheiße, ey. Und hier nochmal die Wiederholung. Den hat er gut gemacht. Ja, er geht da mit Einsatz rein. Nimmt ey, das kann nicht wahr sein, ey. Gut. In der dritten Minute schon. Liegen wir 1-0 zurück. 1-0 gefallen. So, stellen wir jetzt mal auf Offensiv. Das könnte die Chance werden. Holtby. Geht er rein? Holtby, schade. Den Ball hält er fest. Oh. Ja, wir müssen jetzt müssen wir alles geben. Wussten wir vorher auch, aber. Waldschmidt! Ah. Ball draußen, gibt Ecke für Hamburg. Spahit! Ah, schade. Klasse vom Torwart, er pariert diesen Kopfball. Hitz ist auch ein guter Junge, ey. Muss man einfach also mal so sagen. Also, ihre Fans werden sich über den bisherigen Saisonverlauf ganz sicher nicht beschweren, oder, Buschi? Nee, Wolf, mit Sicherheit nicht. Sie spielen oben mit in der Tabelle und treten auch entsprechend. Oh, Santos kriegt den dann aber abseits. Alles gut. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Alles gut. Speitsch. Junge, Junge, Junge. Ach du Scheiße, was war das denn schon wieder für ein Pass? Jungs, aber heute mal nicht, ne? Heute will ich mal die drei Punkte hier lassen. Jetzt wird's gefährlich. Ist das possible? Er spielt den Steilpass. Müller! Latte! Der Torhüter kommt nicht ran, aber die Latte rettet. Oh. Jungs, heute ist es möglich. Oh. Oh, verdammt. Er kommt nicht durch mit dem Pass, der Verteidiger passt auf. Das gibt jetzt ab. Das ist unfassbar, ey. Ich bin einfach zu überfordert gewesen gerade eben, ey. Jetzt sowieso, jetzt wo Augsburg auch noch 1-0 führt, ey. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ach, Scheiße. Das macht er gut. Nein. Und noch in die falsche Richtung. Jonathan Schmid. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. So. Jetzt spielen wir das mal ein bisschen ruhiger. Schöner Pass. Noch nicht. Schön gemacht, Waldschmidt. Ball ist noch heiß. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Oh, die Pässe schon wieder, ey. Und das im Zentrum, ne? Chor. Oder vom Zentrum, besser gesagt. Ja. Sehr gut aufgepasst. Ja. Oh, schade, ey. Aber guter Einsatz. Weiter so. Hier wird es Einwurf geben. Oh, 6 Minuten sind irgendwie zu wenig, oder? Der Haag. Chor. Die gehen immer so schnell schwund. Kovaleov.
Eigentlich wollte ich das hier easy runterspielen, aber irgendwie ist das heute nicht möglich. Sie bieten sich an. Halilovic. Da trennt er ihn fair vom Ball. Da geht er vorbei. Nein. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Oh. Komm, Santos. Die können nichts, die Augsburger, ey. Weil wir genauso wenig. Die liegen hier zurück. Scheiße. Kovalev. Komm schon. Oh, schade. Und jetzt gibt es Einwurf. Jonathan Schmid. Daniel Opare. So, jetzt Diekmeier, komm. Das könnte gefährlich werden. Sauberes Deckling. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Ich muss mich hier mega konzentrieren, ne? Das ist echt hardcore wieder das Spiel, ey. Holtby. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Kostic! Yes! Der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich! Yes! Weiter geht's. Weiter so. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Naja. Ja gut, stimmt. Aber die Augsburger, die sind definitiv die schlechtere Mannschaft hier. Initiv. Steil gespielt. Sehr gut aufgepasst. Verflixt und zugenäht. Entschlossen geklärt. Boah, Spahic. Diekmeier. Oh. Wird das eine Torchance? Oh, na. Das war aber schön gespielt, Kalilovic, ey. Muss man ja mal sagen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Klasse Einsatz. Das war aber eine schöne Grätsche, aber nicht... Hand. 100 pro. Oh oh. Jetzt ist er durch. Jo. Und er pfeift es nicht mal. Spiel geht weiter und jetzt kann die Flanke kommen. Nee, das war Vorteil, mein Freund. Das war Vorteil. Das ist jetzt die große Gelegenheit. Aber den und es war Ball. Da ist viel Druck. Oh, es kann nicht angehen, ne? Yes! Ich sag doch, geh zurück. Oh. Aber komm. Drei Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Nikolai Müller mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Genau da wollte ich nämlich nicht hinspielen, ey. So, komm, Diekmeier, du bist ja wohl eindeutig schneller. Freistoß und das ist auch die richtige Entscheidung. Hä? Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt's hier doch noch die Verwarnung. Ja, alles die können genau nicht alle richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Rini. Wunderbar. In der zweiten Halbzeit holen wir das denn. Ist auch okay. So, die anderen Ergebnisse haben wir jetzt mal übersprungen, weil sie so unwichtig sind. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Jetzt wird's gefährlich. Och, keiner der Mitspieler kommt schnell hinterher, ne? Oh, das ist so ärgerlich. Holtby. Oh, Alter, kommt der angerauscht, ey. Aber pff, ja, war fair, ne?
Jonathan Schmid. Ja, und ich habe wieder das Pech. Ja, komm. Schiri zeigt ihm gelb. Lass doch einfach mal die Karte stecken. Die Szene, das geht, wie ich finde, in Ordnung. Fimburger Son. Jetzt gibt's hier eine Ecke. So, in der Adladin. Der Torwart ist da beim Eckball. Da verhindert der Torwart. Oh, Kostic. Also eine Annahme müssten wir noch was machen. Und er hat den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ecke. Foul. Oder Freistoß. Ist auch okay. Nehme ich auch gerne. Oh. Und da geht er wieder so. Hä? Was habe ich gemacht? Nichts habe ich gemacht. Ich werde wild, du, das sagst du. Bayer. Ja, alles safe, alles. Den Ball hat er, ganz souverän. Oh, der lässt sich auch nicht verarschen, wa? Jetzt Hinterecker. Fairer Einsatz hier. Das könnte die Chance werden. Den Ball hat er. Jonathan Schmid. Das ist auch immer so eine Millimeter-Sache, wa? Schmid. Das geht Einwurf. Ich analysiere gerade, wie man auswechseln könnte. Jonathan Schmid. Das könnte der betrachte sich werden. Gerade Fosu Mensah. Da setzt er sich gut durch. Und eventuell noch Douglas Santos, aber René Adler. Ey, ohne den, weißt du. Und es gibt Eckball. Oh, natürlich. Die Chance zur Führung. Da passt der klasse auf. So, mit Dietmeier laufe ich jetzt mal kurz nach vorne, der ist schnell. Klasse gemacht. Und das hat auch eh nichts gebracht, weil er ist schon wieder. Was ist denn das? Oh, der Ball kam aber, wurde jetzt aber ganz schön schnell. Kuh. Das könnte gefährlich werden. Das macht er gut. Ja, das war schön. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Da nimmt er den Ball. Was kann nicht angehen, ey. Finnburger Son. Oh, Gideon, den musst du holen. Viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Oh, geh wieder rein. Sehr gut reingespielt. Dominic Kor. Wir wechseln aus. ja, Fosu Mensah, wie ich schon gesagt hatte. Dafür kommt jetzt Osschrolleg rein. Gregoritsch, Waldschmidt und dann Sakai Santos. Fast die Führung. Mal gucken, ob das was bringt. Also eigentlich relativ wenig in der Offensive. Aber mit Sakai haben wir einen frischen Spieler auf der Außenbahn. Minuten zu absolvieren. Und das bringt was. So, jetzt Kostic. Da kommt der Pass auf außen. Und in der Mitte haben wir einen sehr, sehr großen Spieler, aber der ist einfach mal stehen geblieben. Ach, schade. Flankenversuch vor dem. Jetzt wird's gefährlich. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Nein. Kayubi. Nein, nein, nein. Schön gemacht, Sakai. Angriff aufziehen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ich hätte nicht gedacht, dass das so werden könnte, weil ich eigentlich mit was anderem gerechnet habe oder geplant habe. Viertelstündchen haben wir noch. Ach, wie auch immer. Oh, Alter, ey, das ist so unfassbar. Aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Keiner war mehr dran. Abstoß. So, jetzt stellen wir mal auf sehr offensiv. Ostrolek. Yo, das ist eine gelbe Karte. Was? Daniel Opare. Alles klar, dann weiß ich ja jetzt, wie ich spielen soll. Kann er sich den Ball holen. Wird das seine Torchance? Oh, schade.
Ecke für den HSV. Nee, so war der nicht gedacht. Eckball. Der war aber nicht schlecht, Kostic. Hätte eigentlich nicht mit dem kurzen gerechnet, sondern mit dem langen Pfosten. Vielleicht gibt es ja vorher noch die Chance. Das wäre dann der Siegtreffer, da lege ich mich fest. Oh. So. Hoch hinaus. Nein! Oh Mann! Warum sind die Pässe jetzt gerade so scheiße wieder? Noch 5 Minuten und das könnte jetzt hier nochmal richtig. Oh, ich will nicht schon wieder zu Hause unentschieden spielen, ey. Das will ich einfach nicht. Das macht mir keinen Spaß. Jetzt müssen Sie aufpassen. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. So, jetzt. Drin, aber sie müssen dann auch zielstrebiger zum Tor spielen. Oh, Mann. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Komm, Gregoritsch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das kann nicht wahr sein, ey. Oh, und keiner hat mehr Fitness, Alter. Ich werd wild. Und eigentlich erwarte ich Sakai da sofort, ne? Aber, ne. Tolle Flanke. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. So, komm. Mach Schrodek. Jetzt nochmal Nikolai. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Flanke ja. Abgefangen. Gut leider nicht so. Komm, wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit. Aber nix ist hier vorne, wa? Halilovic. Und das Spiel ist vorbei, am Ende ist es ein Unentschieden. 1-1. Ja, es tut mir leid, ey. Ich weiß nicht, also zu Hause kriegst du irgendwie nicht hin. Wir waren wieder so die stärkere Mannschaft, aber wir kriegen einfach das nicht hin. Das Tor, das fällt uns einfach irgendwie schwer zu Hause. Schauen wir uns mal kurz die Bewertung an. Wer ist jetzt Spieler des Tages? Ach, ja natürlich Schmied. Der hat nichts gemacht. Die Bayern gewinnen auch wieder. Darmstadt gewinnt 2-0. Naja, so schaut's aus. Ich hoffe, dass wir es im Pokal bisschen besser hinkriegen mit dem Tore schießen. Naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Kommentiert, wenn ihr mögt. Und ja, auch Vorschläge in die Kommentare reinballern. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Hier beim KR-Modus mit dem Asmo und mir, den Dominik. Tschüss, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Ciao.